Kohlsuppe. Hey, ich bin Arnold und ich erkläre euch heute, um zu verstehen, wo das Bedürfnis nach kurzen Geschichten historisch herkommt, müssen wir ein Zitat betrachten. Tschechow sagte einmal, die Menschen gehen nicht zum Nordpol und fallen von Eisbergen herunter. Sie gehen in Büros, streiten mit ihren Frauen und essen Kohlsuppe. Hiermit kommt bereits zum Ausdruck, dass Alltäglichkeit und Spektakelverzicht das zentrale Moment der Kurzgeschichte sind. Die Kohlsuppe ist dergestalt nicht nur ein Gegenstand, sondern in gewisser Weise auch ein Symbol für die gesamte Katastrophe, die der Alltag zu bieten hat. Das kennt ihr vielleicht. Wer von euch isst schon gerne Kohlsuppe? Gegenüber der Literatur des 19. und 18. Jahrhunderts ist Sensation und besonderes Inventar in einer Geschichte nicht mehr gefragt, weil es nicht mehr zeitgemäß erscheint. Falls ihr also die Hoffnung hattet, dass es in der Kurzgeschichte auch Könige und Adlige gibt, die sich hier in Kriegen gegenseitig die Rübe einhauen, wie das bei Game of Thrones schon mal der Fall ist, nein, leider nicht. Der Begriff Short Story kommt aus dem Angloamerikanischen. In diesem Sprachraum etabliert sich diese kurze Schreibform durch Autoren wie Ernest Hemingway. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert sich diese Schreibform dann auch in Deutschland mit entsprechender Thematik, beispielsweise durch Autoren wie Wolfgang Borchert. Seine Geschichte Das Brot verdeutlicht anhand eines älteren Ehepaars die Nahrungsknappheit, die nach dem Krieg vorherrschte. Die Geschichte Nachts schlafen die Ratten doch erzählt von einem Jungen, der den verschütteten Bruder vor den Ratten beschützt, die dessen Leiche aufessen sollen angeblich. Eine tragische Geschichte. Und zuletzt sei noch hingewiesen auf die Kirschen. Auch hier geht es wieder um ein Nachkriegsgeschehen. Ein vermutlich Heimkehrersoldat wird hier in seiner schwierigen Beziehung zu seinem Sohn geschildert, wobei die Kirschen als Dingsymbol die Beziehung zwischen den beiden verdeutlichen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelt sich die Kurzgeschichte dann weiter und es stehen nicht mehr Kriegs- oder Nachkriegsprobleme im Vordergrund, sondern alltägliche Gesellschaftsprobleme. Ein Beispiel hierfür ist Gabriele Wohmann, die zum Beispiel in ihrer Geschichte Schönes goldenes Haar auf die klassischen Beziehungs- und Kommunikationsprobleme hinweist, die in einer abgekühlten Ehebeziehung entstehen können. Das schöne goldene Haar der Tochter Laurela erinnert die namenlose Protagonistin an die vergangenen besseren Tage der Beziehung. Sibylle Berg ist noch als eine neuere Autorin zu nennen, die sich heute noch mit Kurzgeschichten befasst. Ihre Kurzgeschichte Nachts schildert die Ausreißerfantasie eines Jugendlichen, vielleicht Paares, die beschließen, aus der Gesellschaft für eine Weile auszubrechen und sich nachts der Natur und den Eindrücken hinzugeben. Die Kurzgeschichte bleibt also bis heute eine aktuelle Schreibform. Die Kurzgeschichte setzt sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch deswegen durch, weil sich mit Zeitschriften für Schriftsteller eine lukrative Möglichkeit entwickelt, ihre Geschichten zu publizieren. Hierbei spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Die zunehmende Population in den Großstädten, die Entwicklung des Fließbandes um die Jahrhundertwende, das alles führt zu einer zunehmenden Beschleunigung des alltäglichen Lebens, auch durch Automobile. Und diese Beschleunigung setzt sich in gewisser Weise auch in der literarischen Form nieder, in der Form, dass kürzere Geschichten gelesen werden und die Großprosa, die bis dahin ihren Siegeszug vor allem im 19. Jahrhundert hielt, bekommt da einen kleinen Knick in die Seite, sozusagen. Vielleicht habt ihr schon mal den Film Sleepy Hollow gesehen. Johnny Depp spielt hier eine der Hauptrollen. The Legend of Sleepy Hollow ist von John Irving eine der ersten Kurzgeschichten tatsächlich.
In Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg spielt die Geschichte deswegen eine große Rolle, weil man nach 1945 auch von einem literarischen Kahlschlag spricht. Und die literarische Form der Kurzgeschichte erscheint hier deswegen auch geeignet, weil sie nicht so eine lange Darstellungsgeschichte aufweist und deswegen auch nicht mit verschiedenen geschichtlichen Problemen zusammenhängt. Man kann also sagen, hier kommt es der Kurzgeschichte sehr entgegen, dass sie eine relativ neue literarische Gattung ist. Und gerade neuere Kurzgeschichten sind noch nicht hinreichend von der Forschung interpretiert worden. Such dir also aus dem Internet eine moderne Kurzgeschichte raus, möglichst zeitgenössisch, und stell sie der Klasse in deiner Interpretation vor. Versuch hier zunächst auf den Inhalt einzugehen, arbeite aber auch die typischen Merkmale der Kurzgeschichte heraus, inwiefern diese zutreffen. Solltest du dich an die Merkmale nicht mehr erinnern, sieh dir nochmal Teil 1 Merkmale der Kurzgeschichte an. Ich esse jetzt dann mal auf, weil gesund ist sie auf jeden Fall, die gute Kohlsuppe.